Uwe kommt jetzt. Halt dich an mir fest. Ja, dann fliegen wir beide, ja? Und haben mit dem Kopf vor der Wand. Hallo. Ja, ich will von komplett wieder da. Ja, Hunger. Oh, die kommt aber schnell hoch jetzt. Ne? Jetzt gibt sie Gas, guck mal. Oh, da muss ich nicht drauf. Da ist sie.
Ich habe doch nur einen Tipp gegeben, weil Jessica doch die E-Zigarette von mir gekriegt hat. Damit kann die doch ruhig rauchen. Aber du hast auch recht, die hat keine Nikotin, die Zigarette. Ne? Ich dachte, weil ich ihr die E-Zigarette gekauft habe, brauchte ich ihr von meinen Zigaretten nichts mehr zu geben, Mama. Habe ich die ganze Zeit gedacht. Verstehst du? War auch nicht böse gemeint von mir. Weil ich habe ihr die E-Zigarette gekauft. Da habe ich das so gedacht. Und dann hast du mir das mit dem Nikotin erklärt. Das habe ich auch akzeptiert mit dem Nikotin, was du erklärt hast, ne? Richtig? Was? Gut, und Jessica, habe ich so ein Gefühl, die raucht lieber normale Zigaretten. Kann das sein? Die Zigaretten raucht die nicht so, die raucht lieber normale Zigaretten, richtig? Also Jessica raucht nur noch normale Zigaretten. Die raucht lieber normale Zigaretten, meinte ich. Jessica raucht lieber normale Zigaretten, richtig? E-Zigarette raucht die nicht so, ne? Richtig? E-Zigarette raucht die nicht so, richtig? E-Zigaretten tut sie nicht so rauchen, richtig? E-Zigaretten raucht die nicht so, richtig? Die raucht lieber normale Zigaretten, richtig? Tut lieber normale Zigaretten rauchen, richtig? Die raucht lieber normale Zigaretten, richtig? Die tut lieber normale Zigaretten rauchen, richtig? Die tut lieber nur normale Zigaretten rauchen. Die tut lieber nur normale Zigaretten rauchen, richtig? Ja. Tschüss, Jessi. Jessica, warte, Umarmung. Wir schreiben, Jessi, ne? Ja. Hast du wirklich die Türken gemeint heute Morgen um 4 Uhr, was du gesagt hast? Bitte leise sein, ihr sollt leise sein, die Nachbarn gemeint. Ich meinte um 4.15 Uhr, Viertel nach 4, wann es war. Hat sie wirklich die Nachbarn gemeint? Ja. Die Nachbarn? Ja, hat sie gerade bestätigt. Die Türken-Nachbarn? Alexandra. Ja, hat es bestätigt, das war ich. Uns hat die nicht gemeint, ne? Nein. Uns meint mal. Die nicht, ne? Nein. Gut. Oh, ich wollte jetzt ja gerade den Sonnenaufgang gezeigt haben. Das sieht sie doch. Bei der Umarmung, wo ich übrigens sie umarmt hatte. Ja, das sieht sie doch. Die hat doch da reingeguckt, was in deinem Handy. Die muss weg. Warte, wo ist die? Ich will sie noch mal sehen. Ist sie schon weg? Nein, so schnell ist sie nicht. Ich muss da aufpassen, die kommt jetzt gleich in die Ecke. Warte. Was ist das vor? Ja. Da ist sie doch. Jessica, guck mal, der Sonnenaufgang, der ist schön, ne? Ja, Jessi? Ja, die hat jetzt diese Dinger im Ohr. Jessi! Die hört Musik. Jessi! Die hört Musik. Die hat diese Dinger im Ohr. Der Sonnenaufgang ist schön, ne, Jessi? Jessica! Nee, die hört nichts. Die hat das im Ohr drin. Da schon wieder eine private Nummer ruft mich an. Ja, nicht dran gehen. Nicht dran gehen. Blockieren, löschen. Nochmal. Ich werde damit nur gestört, aber ich habe hier keine Ruhe beim Aufnehmen. Nochmal. Ich werde hier nur sonst noch mehr psychisch. Alexandra! Mach Flugmodus! Anders geht nicht mehr. Meine Güte, ey. Du mit deiner meine Güte. Ich habe nichts gemacht. Ja, die Leute. Ich weiß, die scheiß Leute. Die hat uns nicht zurückgewunken, Mama. Die hat das nicht gehört, die hat Musik an. Die hört Musik. Die hat einfach, dass sie Tschüss gesagt hat und mich umarmt hat. Das weiß ich doch.